Morgen in Baccarat. Wir fahren gleich mit dem Bus nach Tulum. Auch nochmal eine Woche. Unser richtig geiles Airbnb wurde leider gecancelt. Muss man ein neues buchen, das war jetzt 100 Euro günstiger. Und ist auch geil, aber einer muss am Zug auf der Couch pennen. Also Max und ich haben gesagt, wir pennen nach der Couch. Aber ist echt cool, ich werde mir da ein Fahrrad holen für eine Woche. Dass ich ein bisschen frei bin, vielleicht ein bisschen rumkommen kann. Kostet glaube ich so 5 Euro am Tag. Mal gucken. Ja, vielleicht sind wir hier an dem perfekten Ort. So schön da. Ja, das ist ein Cop. Er zieht jetzt irgendwelche Leute ab. Gerade hat er da eine weggeschickt, die mit ihrem Hund da war, aber man darf hier nicht mit dem Hund auf dem Steg. Hat er bestimmt sich die Taschen voll gemacht, der Arsch. Ja. So ist das hier. Ja. Dann viel Spaß beim Vlog. Was haben wir denn da? Nochmal schwindig geworden. Marquesita. Nutella und eine Silberkette für meine Hand. Boah, nicht schlecht. Jetzt probiere ich live zum ersten Mal. Das hat mal geschmeckt. Delicious. Da ist ja hohl drin. So ja. Wie du. Willst du mal probieren? Nee. Doch. Ich hab gar keinen. Probier. Komm, probier du. Ich will. Hör auf. Boah, das knuspert aber. Ja, das ist braucht ihr schon rein. Und? Jetzt nochmal der Max. Nee. Ein Passed out. War nicht gut. Doch, war übergut, aber es ist einfach krank. Ja, nicht. Lecker, lecker, lecker. Scheiße, das ist das. Oh, yeah. El tren no es Maya. Ich mache mich ja oft lustig über Digitalisierung in Deutschland und so, weil es so viele Leute gibt, die sich da gegen wehren. Und hier kämpfen die Mayas immer noch gegen den Zug. Schön zum Sunset-Abendessen. Ich habe jetzt 3 Fahrräder geliehen bei unserer Unterkunft, da stehen die guten. Und haben für 13 Euro ein super Airbnb, gibt es noch eine Tour. Max hat sich jetzt mal eine Apfelschorle rausgelassen. Für eine Coke. Jetzt gibt es 10 Tacos. Tacos. 2 für 1 Euro. Naja, ungefähr. Max, wie schmeckt deine Apfelschorle? Super süß. Geht. Wir würzen jetzt nicht nochmal hin. Günstig, aber dafür auch laut und an der Straße. Aber. Ja, das ist doch ein Fake. 3 Empanadas plus Getränk für 50. Okay, wir werden hier so viel essen. Geht da zumindest. Wir werden so viel essen. Das sind 3 Empanadas. Der Geldbeutel wird so geschont. So, wir waren gerade hier in dieser Pharmacy, Drugstore, die tatsächlich ein Drugstore ist. Also, da kann man alle möglichen Drogen kaufen. Ist echt krank. Also Ketamin und so auch. Kriegt man alles sehr eckig. So schöner Sonnenuntergang heute auch. Eine Bank gibt es anscheinend bei dem Oxxo. Echt? Cool, da gehen wir da hin. Dann gehen wir da hin. Oh. Ja. Es wird fett eingekauft.
fettest. Ich freue mich so hart darauf. Der Heimweg wird toll. Wir haben so leckere Sachen. Klingt gute Laune. Ja. So witzig da liegen einfach Steffen und Bianca und Steffens Bruder Mike. Mit denen habe ich Abi gemacht, also mit Steffen und Bianca. Und Mike kenne ich auch schon vom Handball früher und so. Und hier ist ein geisteskrankes Hotel. Richtiges Traumding. Crazy. Löwenzahn. Okay, krank. Gerade aufs Dach gekommen. Machst du Moderation? So, wir sind jetzt hier bei den Zenoten. Dieser Turm ist 3 Meter hoch und das Wasser ist schon tiefer. Wann werden Sie springen? Trauen Sie sich oder nicht? Wir machen jetzt Moderation. Die Farben sind hier so geil. Und jetzt springt er vom Turm runter. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Und er nimmt Anlauf. Gucken wir, ob er es macht. Kommen Sie, springen Sie rein, bitte ins Wasser. Und 1 und wow! Wow! What a jump! Wow! How was it? Nice. Aber du bist doch gar nicht 20 Meter unten, Mann. Boah, es ist kalt, ey. Was? Ist doch nicht kalt, ey. Bist du empfindlich? Janis Carsten Bärtel, fertig. Boah, riesen. Ja, Janis, tauch mal nochmal so, das sieht geil aus. Erfrischend. Hier sind ganz viele Taucher. Das reicht für, es ist vlogwürdig. Blockflötig. Bereit? Bin bereit. Hui.
Hui! Geil! Ich will auch! Das ist salziges Wasser. Wieder? Das ist der Urin halt. Und, mehr. Und die Sonne. Sonnencreme und der Urin sein. Und dann am höchsten Punkt fallen lassen. Das merkst du dann, wenn es wieder zurückgeht. Scheiße. Das Wasser ist kristallklar. Unglaublich. Da kommen die zwei Höhlenforscher. So wunderschön. Kannst du nicht fassen. Was? Dass es so wunderschön ist. Ist echt sehr wunderschön. Und hier oben sind nur Storchkarpfen. Could I have the explanation again with the salt water and yes, you have the salt water downstairs, yes. Like 20 meters is the salt. Salt. And upstairs is like the rainwater and they don't mix because they're different. Different. These are the salt water fish. No, sweet water. Sorry for this wrong thing. See the sweet water fish? You see? Coming? Sweet water, this one. More down, it gets more salty because the bigger fish comes from the ocean, the tunnel, stalactitan. Yes. The fish comes from the stalactitan, like 50 feet tall from the diving. There's a big tunnel and the fish came. The shark sometimes. Fuck you. Sometimes there's a shark. Sometimes there's a shark? Not today, sometimes. Ah, yeah. It comes directly from the tunnel, from the ocean. Salt. Wo gehen wir jetzt hin? Coole Frage. Nach Hause? Und davor? Ah, nee, wir gehen noch auf diese Art-Ausstellung. Und was essen wir noch geil? Wird die Kohle angefächert. Heute hat noch nicht gereicht. Anderthalb Stunden Radfahren war noch nicht enough. Bisschen mehr Enthusiasmus, Janis, bitte. So wird es nix. Und lächeln dabei. Das Video. Was sollen deine Verwandten denken? Lächeln und winken. Der Janis ist heute sehr müde. Ja, ich bin müde. Quatsch! Hast du schon erzählt, warum? Janis Schmiede hat müde. Ich hatte ein Date gestern. Der Janis war heute sehr beschäftigt nachts. Die Dachterrasse war auf jeden Fall gut besucht. Die Dachterrasse war auch sehr gut. Stimmt's, Max? Ja. How to Wedel Tutorial. Wir haben gestern unseren ersten Workshop hier oben gegeben. How to wedel. How to make the fire. Okay, now then we have to boost a bit and then it's on going. Er muss auch manchmal die gezielte Lufteinbringung anstatt der allgemeingültigen Wedeltechnik, muss man auch mal hier gezielt reinpusten. Meister der Analwinde kehrt zu seinen Diensten. Lass ihn raus. Achso, ich dachte, du furzt jetzt. Ein großes, großes Wasser, das wir vorstellen. Andere Welt einfach. Leo, was wird jetzt gemacht? Gegrillt. Gegrillt. Und zwar Gemüse. Und ein Steak für die Jungs. Mmh.
saftig, schmachtig, kräftig, lecker. Ein bisschen Bohnenmus. Wir grillen heute Bier. Ein bisschen Hopfentee. Gut. Und einer. Eine. Macchiato. Butter Macchiato. Wir wissen es nicht mehr. Und einen Riesensalat. Sieht Salat so geil haben wir aus. Auch noch hier. Mal kurz auf, das ist für die Kamera. Alter. Oh, das ist nicht so scharf. Salätle. Und dann gibt es hier noch Chilis. Und die haben richtig Feuer. Mamey. 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 Die kann richtig. Mamey. Mamey. Mamey, so heißt die Frucht. Hier. Kennst du Mamey? Große Sapote. Boah. Kurz die Night Vision. Es ist ein bisschen gemütlich. Sehr gemütlich. In Cancun. Nee, Tulum. Der war schon sehr geil. Das war auf jeden Fall mein Highlight. So. Wie schnell der Würfel ist. Ist mal wieder Zeit. Die Habanera ruft. Der andere. Und der Max hat heute Nasenbären über die Straße laufen sehen. Ja. So goldig. Wie viele waren das? 8. Blockflötlich. Blockflötlich. No. How is the wine, brother? Super tasty. Is it tasty? It's my first red wine in the world. Never drank finally this. Hey, das gibt mir so den Vibe von, ich kann das gar nicht sagen, was für ein Style ist das? Das ist so eine Mischung. Das ist wie so jemand, der so einen Pornodarsteller, der professionell machen will. Außerordentlich zutreffend. Außerordentlich. Wegen dem offenen Hemd auch. Ja, die Kette, alles cool. Durchaus. Die Brille, die Alter. Behaarten Brust. Schmatz, Schmackofatz. Mit dem Vino. Tasty, wow.
mache einen drauf. Ich bin der Schorsch, ich bin der Schorsch. Und heute gehe ich raus, ich bin der Schorsch. Und sauf mir einen rein, ich bin der Schorsch.